Heute geht es um die Wandverkleidung meiner Werkstatt. Wie ihr seht, habe ich mich für USB entschieden. Und warum, weshalb die hier zweifarbig ist, beziehungsweise eine Seite lackiert ist, eine Seite nicht, das erfahrt ihr auch alles im Video. Und vielen Dank nochmal an meinen heutigen Sponsor, JP1880, mein neuer Ausstatter, der Herrenmode von Größe L bis 8XL. Letztendlich habe ich mich für USB entschieden. Es gab jetzt die engere Auswahl zwischen Rigipsplatte und USB und ich habe mich für USB entschieden, weil es einfach das, in meinen Augen, das festere Material ist. Und dementsprechend habe ich mir eine Unterkonstruktion gebaut aus Dachlatten und daran USB befestigt und die dann farblich mit Anthrazit beispielsweise gestrichen bzw. gesprüht. Darüber gibt es ein extra Video, verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung oder hier oben im Eck. Und recht herzlichen Dank für eure ganzen Kommentare und für eure Vorschläge, beispielsweise jetzt hier die Halle oder eine Halle in der Halle zu bauen. Davon habe ich mich abentschieden, weil es einfach viel zu viel Arbeit ist. Aber ihr seht schon, wir haben an der Beleuchtung was gemacht. Das Video wird auch die nächsten Tage folgen, insgesamt 2 Stück. Und heute gehen wir nur auf den Bau der USB-Platten ein, beziehungsweise wie ich das Ganze gemacht habe. Und die USB-Platten habe ich von meinem Partner bestellt, und zwar Ladenbauer, kennt ihr bestimmt vom Studio Line, die haben unter anderem auch USB-Platten, Plattenmaterialien, Dachlatten, Massivholz, Leimholz, eigentlich alles, was das Herz für uns Heimwerker und Handwerker begehrt. Und das Ganze habe ich mir dann bestellen lassen, direkt hier vor der Halle, vor der Tür. Und da war der liebe Christoph mit dabei, der hat mir dann geholfen beim Abladen. Normalerweise ist das Ganze nicht so, aber der hat mir zusammen die USB-Platten hier reingestellt. Und um die USB-Platten an die Wand zu befestigen, habe ich mir Dachlatten bestellt. 2 Pakete, A12 Stück, die üblichen Dachlatten, 40x60mm. Und da habe ich mir, ja, ich habe zuerst mit dieser Wand hier angefangen, habe mir einen Rahmen gebaut, 5 Meter breit, glaube ich, 2,50 Meter hoch, auch so hoch wie die USB-Platten sind. Und dann habe ich das Ganze mit Querstreben links und rechts gemacht. Also ich brauche irgendwie so eine Unterlage, wo ich die USB-Platten dann später festschrauben kann. Das Ganze habe ich dann hier zusammengebaut. Ich musste schnell merken, dass so ein Gerüst von 2,50 Meter mal 5 Meter ziemlich unhandlich ist. So, es hat aber funktioniert das erste Mal. Also ich habe es dann gegen die Wand gestellt und habe dann unten das Ganze an den Sockel befestigt. Diesen Sockel habe ich natürlich vorweg mit Betonfarbe gestrichen. Kann ich euch nur empfehlen, das ist so eine Betonfarbe. Damit könnt ihr auch beispielsweise draußen eure Terrasse streichen. Wenn ihr so hässliche Steine habt, ne? Betonfarbe rauf, zack, und dann habt ihr wieder eine schicke neue Terrasse. Und das Ganze habe ich jetzt hier auch verwendet für den Sockel, damit ich später nicht schwer habe und dann so vorsichtig sein muss beim Streichen. Dann habe ich das ganze Gerüst gegen die Wand gestellt, ausgerichtet und dann mit einer Schlagbohrmaschine gedübelt und ein Schlagdübel verwendet. Diesen Schlagdübel, den schlägst du rein in das Loch und dann den Rest ziehst du dann mit einer Schraube fest. Also das ist ein Dübel und eine Schraube schon in eins. Eine ganz, ganz simple und einfache Sache. Und dann ging das Ganze ganz fix. Also die unterste Befestigung ging wirklich ganz fix. Die oberste Befestigung, da habe ich das Ganze so gemacht, dass ich das irgendwie mit Schrauben verkeilt habe. Hat so gerade eben hingehauen und dann habe ich auch schon die erste USB-Platte genommen und zack, zack, zack mit Schrauben festgeschraubt. Und die letzte Platte musste ich natürlich dann auf Breite zusägen. Und dafür habe ich meine schöne Tauchkreissäge verwendet. Da war auch die erste Wand fertig und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Natürlich sieht man jetzt, da ich das mit Sprühdose lackiert habe, so ein paar Farbunterschiede. Ob ich das jetzt so lasse, weiß ich nicht, aber das Tolle ist halt daran, wir haben hinten ungefähr 20 cm Luft. Das heißt, wir können dort Kabel langlaufen lassen oder eine Absauganlage bzw. die Rohre. Also man kann alles hinter der USB-Platten verstecken und es ist einfach eine, ja,
es zirkuliert. Ne? Es kann nicht anfangen zu schimmeln und es dämmt das Ganze noch ein bisschen, diese Halle. Das Knacken ist leider nach wie vor noch da. Man hört es jetzt auch ein bisschen. Ich muss mir da irgendwas überlegen, was ich da machen kann, weil das ist ziemlich nervig. Dann habe ich die zweite Wand gemacht und da bin ich natürlich anders vorgegangen. Ich habe jetzt keine große Elemente gebaut, die dann an die Wand gedübelt, sondern ich habe erstmal mit unten angefangen. Sprich, ich habe auf die 9,5 Meter erstmal die unterste Dachlatte angebracht mit den Schlagdübeln. Ging wirklich sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen. Und an den beiden Pfosten habe ich eine Dachlatte dann befestigt und habe den Pfosten angebohrt. Ich habe da jetzt ein 8er Gewinde reingeschnitten mit einer Gewindeschneider und dass oben halt, dass da Halt dran ist. Eine 8er Gewindeschraube, ich glaube, die hält 500 oder bis zu einer Tonne aus, ne, an Zugkraft. Also da kann nichts passieren. Sprich, wir haben jetzt da oben links und rechts zwei feste Punkte, habe dann eine Rahmenbauweise gebaut und dann habe ich dort auch wieder USB-Platten Stück für Stück rangebaut. Die USB-Platte an die Dachlatte zu schrauben ist wirklich ganz, ganz einfach. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen einen Hintergedanke bzw. ein bisschen Angst. Wir haben ja oben eine Befestigung, unten eine Befestigung. Und wenn ihr jetzt guckt, hier, das wabbelt so ein bisschen. So, die Wand dient einmal A, damit das Ganze so ein bisschen abgegrenzt ist zur Verschönerung. Und B, dass ich dann mal später beispielsweise hier einen Schrank hinhängen kann, was weiß ich, wo Fräser drin sind, dann hier eine French-Klietwand befestigen kann. Und ich denke, dazu reicht das Ganze aus. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, du Dummi, du hast ja deine zwei Steckdosenkästen, Starkstromkästen zugeschraubt. Kommt mal mit. Ich habe hier was ganz, ganz, was heißt Cleveres. Kommt mal näher ran. Noch näher ran. Stopp. Ich habe hier was ganz Cleveres gemacht. Und zwar habe ich natürlich zwei Magnetschnepper hier angebracht und ich kann hier noch ran. Und werde natürlich hier mir nochmal Aufsatz- oder Aufputzsteckdosen hier ranschrauben und das Ganze über diese Zentrale hier steuern. Also ich kann hier noch jederzeit ran. Und das Tolle ist halt hier, wir haben hier mindestens 20 bis 30 Zentimeter Luft, also von der Wand bis zur Metallwand. Wie gesagt, dann können wir beispielsweise Absauganlagen, Kabellagen und so weiter und so fort dahinter verstecken. Und für das Ganze habe ich ungefähr, naja, sagen wir mal, einen Tag, anderthalb Tage gebraucht mit langen Pausen. Und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich jetzt ungefähr die Hälfte der Halle damit verkleide. Diese Seite, wo das Rolltor ist, habe ich erstmal offen gelassen, weil das meiste, was ich jetzt abspielen wird, wird hier stattfinden. Das werde ich vielleicht nächstes Jahr machen oder ja, gar nicht. Mal schauen. Ne? Und mein Lieblingswerkzeug war dieser Schlagschrauber hier von Bosch. Es war nämlich so, dass ich meine Hilti in einer alten Werkstatt liegen gelassen habe und das hier unbedingt fertig machen wollte und natürlich nicht nach Hannover düsen wollte. Und dementsprechend habe ich dann von einer Kooperation noch das Ganze übrig gehabt, ausgepackt und war so ein bisschen skeptisch. Aber ich muss euch sagen, dieses Ding hier, Preis-Leistung, wirklich gut. Ich habe hier gebohrt wie so ein Weltmeister und es hat richtig, richtig Bock gemacht. Also das war mein Lieblingswerkzeug hier und werdet ihr bestimmt noch mal das eine oder andere sehen beim nächsten Projekt, beispielsweise bei der Küche, die Teeküche, die wir gebaut haben. Wer aufgepasst hat auf Instagram, weiß es wahrscheinlich schon, dass wir demnächst eine einbauen werden. Jetzt kommen wir kurz zu dieser Ecke hier. So, und warum, weshalb wir hier das Ganze besprüht haben, das ist eine andere Geschichte, aber ich habe mich dafür entschieden, oder wir besser gesagt, dass wir diese Ecke hier erstmal so mit dem USB lassen, weil die noch verkleidet wird. Und da macht es natürlich wenig Sinn, das Ganze zu streichen. Hier auf der rechten Seite kommt Studioline rein, weil hier noch ein großes Schiebetor reinkommt. Und auf der linken Seite wird das Ganze nochmal anders gestaltet, ob mit Tapete, ob mit Platten oder mit Holz, das wissen wir noch nicht. Denn hier kommt eine ganz, ganz andere Geschichte hin. Was es sein wird, das ist natürlich eine Überraschung. So, und jetzt möchte ich euch nochmal ganz, ganz kurz fragen, wenn wir uns die USB-Platten hier angucken. Die sind natürlich so ein bisschen fleckig, weil ich mit der Sprühdose nochmal ein bisschen nachgesprüht habe, versucht habe, die Schraubenköpfe zu bedecken. Soll ich das Ganze jetzt nochmal farblich im Nachgang streichen oder sagt ihr, hey, das könntest du so lassen, passt für die Werkstatt. Würde mich mal interessieren. Und dann noch was ganz, ganz Wichtiges, was ich vergessen habe. Kommt mal mit. Das Lager sieht mittlerweile schon ein bisschen chaotisch aus. Aber ich habe wieder was bekommen von der Amazon-Wunschliste. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber ich habe von den Sebastian zwei Atemschutzmasken bekommen. Recht herzlichen Dank dafür. Wenn du mich unterstützen willst mit diesem Projekt hier, mit diesem großen, mit vielen, vielen weiteren, wenn ich dir etwas oder wenn ich dir geholfen habe, beispielsweise mit einem Video mal, gibt ja ganz, ganz viele Videos von mir rund um das Thema Heimwerken, vom Fenster einstellen,
zum Fliesen, ich weiß es nicht, zum Waschbecken einbauen und so weiter und so fort. Und du mich irgendwie unterstützen willst, unten in der Videobeschreibung findest du einen Link. Die Amazon-Wunschliste ist das. Und dort habe ich ganz, ganz viele Sachen aufgelistet, die ich gebrauchen könnte. Da brauchst du einfach nur draufklicken, das Ganze bestellen. Das wird dann an meine Adresse geliefert und du zahlst es dann. Ne? Ist eine tolle Sache für mich und für dich auch, wenn du es möchtest. So, ich muss mir gerade das Lachen irgendwie verkneifen, weil die Kamerafrau auch so ein bisschen lacht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Aufnahmen hier. Geh mal ein Stück zurück. Genau, das macht sie nämlich zum ersten Mal. Nein, es ist nicht Steffi, es ist die Tochter von Steffi. Und die verdient so ein bisschen oder bessert ihr Taschengeld so ein bisschen auf, indem ich sie dafür benutze. So, bis zum nächsten Mal. Ciao. Willst du auch Tschüss sagen? Tschüss. Genau, gehst du ein Stück nach hinten? Muss eine Kamerafrau auch. Ganz vorsichtig, ja, weiter. Übrigens, das Gerüst hier habe ich mir auch letztens zugelegt, um die Beleuchtung anzubringen. Wollen wir mal kurz spoilern? Film mal nach oben. Zeigt mal den Zuschauern die Beleuchtung. Schaut euch das mal an. Warte. So. Das erwartet euch nämlich im nächsten Video und das findet ihr nämlich hier. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, unbedingt abonnieren. Lasst einen Handwerker-Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.